Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Skyrim. Nur Lydia. Ja, wir sind nicht ganz so stark beschützt unterwegs. Wir tragen leider, oder was heißt leider, wir tragen vorerst nur die Diebesrüstung. Ganz passend zu unserer aktuellen Fraktion. Und wollen uns aufmachen zum großen Rätsel, oder eher gesagt zur Antwort des großen Rätsels. Wie, oder beziehungsweise, ja, ob Kalir hinter dem Angriff auf die Gilde und auf Maven Schwarzstones Einfluss steckt. Lieber Troll, hallo. Gewusst wie. Sehr schön. Lydia? Nicht stehen bleiben. Ach man. Okay, wir gehen auf jeden Fall einmal hier hoch zur Ruine, damit wir zumindest wissen, wie sie heißt. Und je nachdem entscheiden wir dann, ob wir da reingehen oder nicht. Hallo. Stirb. Meine Güte. Lydia, gute Rückendeckung. Da oben geht's rein, aber was haben wir denn hier? Vermutlich den Eingang fürs Ende. Beziehungsweise dann den Ausgang. Oder? Ja. Ja, eine Zwergenruine. Eine Dwemer-Ruine. Hier oben dann natürlich ihre ganze Größe entfaltet. Und da ist noch eine. Zwei Stück nebeneinander. Okay. Sieht sehr interessant aus. Und die Stimmung momentan, oder? Die Farbstimmung. Der Sonnenaufgang. Und dort, diese Bergpassage, wollen wir uns etwas näher ansehen. Zwischen den Bergen hindurch hinten zum Grab, wo wir dann Mercer treffen wollen. Also kurz zur Erklärung, es ist also das Grab, in dem Kalia angeblich Galund, den ehemaligen Anführer, den ehemaligen Gildenmeister, getötet haben soll. Autsch. Okay, so weit, so gut. Ja, Banditen Gesetzlose, die schaffen wir sogar mit der Diebesgildenrüstung ohne Probleme. Und dort unten liegt Windhelm. Seht mal. Jetzt doch ganz klein wirkend. Na komm, Lydia. Raltptar. Definitiv eine Dwemer-Ruine, gut am Namen zu erkennen, aber was genau hier drin wartet, weiß ich nicht. Ja. Ich erinnere mich düster hieran. Kommt mir bekannt vor. Haben wir schwarze Seelensteine? Ah ja, tatsächlich. Dann einmal den Bogen des Animus. Eine Überraschung. Ist das schon alles? Jetzt bezahlt ihr. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich stich euch in den Rücken. Na komm, Lydia. Nur ein Kratzer.
Sie nutzt aber fein die Waffen, die sie nutzen soll. Seid ihr zum Sterben bereit? So. Genug, genug. Okay. Meine Seele. Gold und Nordpfeil. Ich kann mich an die Ruine erinnern. Wow! Mit einem Pfeil. Wahnsinn. Okay. Adith, Gold. Und ihr wisst ja, es gibt zwei große Gegnertypen, die wir hier warten können. Entweder Dwemer selbst, die alten Dwemer-Apparaturen, oder aber Falmer. Okay, jetzt hat Lydia den Dedra Streithammer ausgepackt. Wohl bekommt's. Schön. So viel dazu. Banditenmarodeur. Gold. Nordpfeile. Super. Super, super, super. Da lacht das Herz. Und die Lydia. Ja, die Stahlplattenrüstung, beziehungsweise weiß nur, der Helm brauchen wir nicht. Wir bleiben lieber bei der leichten Rüstung. Ethereum-Kriege, Band, oder eher gesagt, zum dritten Mal nehmen wir auch mit. Kann man also auch kaum übersehen. Ein Meisterschloss. Oh. Ist das? Die Idee mit den Wehmer am Brüsten war ja ganz nett, aber muss das überhaupt funktionieren? Schlüssel von Irknand Konsortium. Na gut, wie er sagt. Sollen wir das sein mal? Jetzt bezahlt ihr. Wer ist das denn? Ich weiß nicht, wie ihr es so weit geschafft habt, aber weiter kommt ihr nicht. Los geht's! Alain Dufour. Schildzerschmetterer. Schick. Mit eigenem Namen. Gebt einfach auf. Ich bring euch um, wenn ich muss. Lieber Banditenmarodeur, ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. So. Alain Dufour. Definitiv ein Questcharakter, ich erinnere mich daran. Große Alchemie. Beilchen, geringe Ausdauer. Elixier der Stärke. Der ewigen Heilung. Okay.
Duppiduppi. Meisterschloss sollten wir auch hinbekommen. Irgendwann. So. Was haben wir hier? Golderz, zwergischer Metallbarren, Goldbeutel, Golderz, Golderz, Ebenerzschild, Gold, Gold, Gold. Und mächtiger Seelenstein. Rolle des Schutzkreises, höchste Magika, kleine Heilung, Ring der Kräftigung. Schön. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Das höre ich gerne. Dedra, Dedra. Vielleicht trägt sie sie ja. Geht ihr voran? Das werde ich. Okay, wo geht's hier hin? Oh nein. Autsch. Autsch. Aus. Ganz böses Ding. Großer Seelenstein, schwacher oder kleiner Seelenstein. Super. Zwergensphärenwächter. Wo geht's hier hin? Oh oh. War jetzt nicht so sinnvoll. Zwergenspinnenwächter. Die Apparaturen? Uah. Der Dwemer kennen wir ja inzwischen. Markloser Granatstein, super. Ich weiß, wir könnten die ganzen Bestandteile einschmelzen zu Dwemer Barren, um daraus dann Rüstungen zu schmieden, aber es hat ja auch so gut geklappt. Was aber super ist, dass sie so viele Seelensteine verlieren. Können wir gut gebrauchen. Ja, Zwergen mögen fallen, müsst ihr wissen. Uah. Lydia vor. Lydia vor. Schnell, komm. Oh, Lydia. Du bist mir auch eine Nase. Gruselige Apparaturen, oder? Die Dwemer waren früher da und hatten trotzdem mehr Ahnung von Technik. Weg mit dir. Okay, Lydia steht wieder. Ich liebe Dwemer-Ruinen. Ich bin kein Freund davon, in Ritterspielen großartig oder in Mittelalterspielen, sage ich mal, großartig Technik zu integrieren. Aber die Dwemer, die wirken aufgrund ihres Verschwindens so. Ja. Extrem mysteriös, dass es wieder irgendwie passt. Ich bin kein Freund davon, in Rollenspielen, die, ich sag mal so, mittelalterlich angehaucht sind mit Schwertern und Bögen, dann auf einmal Flammenwerfer zu sehen und sowas. Aber es wirkt alles so. Interessant, so spannend. Die sind einfach weg. Was das Ganze so mysteriös macht. Die Technik ist nicht so stark anwesend, dass es stören würde. Ich find's super.
Arr. Ich glaub mehr, oder? Perfekt. Gold, Silberbarren, Wasseratmung. Oh. Und silberne Saphirkette. Wasseratmung kennen wir noch nicht. Genial. Alto-Wein kann weg. Muschelfleisch. Kartoffel können wir essen. Wein kann weg. Ah, der Helm kann auch weg. Zieh ich eh nicht an. Das war ich nicht. Okay. Überraschung, tatsächlich. Autsch. Gewöhnlicher Seelenstein. Also haben auch die Dwemer auf jeden Fall auf die Macht der Seelensteine gesetzt. Bei der Erschaffung ihrer Apparaturen. Gewöhnlicher Seelenstein und... noch einer. Zwei sogar. Raltbar Tiefenmarkt. Eine zweite Ebene. Okay, sehen wir uns an. Es geht noch weiter hinunter. Und das sieht mir jetzt direkt nach Fallmann aus. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Und schnell das Schwert raus. Natürlich Falmer. Oh Mann. Gold und die Ohren brauchen wir nicht. Die ehemaligen Schneeelfen. Wow, wo kommt der denn her? Falmer Schattenmeister. Oh, Schattenmeister sind böse. Ihr habt's gesehen. Sehr böse. Okay. Soweit so gut. Ah, die Geschichte der Falmer. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Also nachher freue ich mich auf, Dragonborn. Auf Dawnguard. Und was haben wir hier? Gold, Magieresistenz, Elfenschreitaxt brauchen wir nicht. Ah, lass mich raten, hier oben drauf. Ja. Es geht nach oben. Und hier? Eine Überraschung? Nö. Dann gehen auch wir nach oben. Seht mal, die Oma hat ihre Zelte gebaut. Haut. Okay. Daneben. Daneben. So.
Eine weitere Truhe, orkische Stiefel, Gold, Zaubertrank der ewigen Heilung, der höchsten Ausdauer. Super. Ah. Schön. Der Weg öffnet sich. Und ihr seht, auch dwemische... Ja, auch dwemische Ruinen, wollte ich sagen, haben eine ganz eigene Struktur, eine eigene Individualität. Einfach, na, Skyrim. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Ja, tut mir leid, wir müssen die paar Gegner nochmal besiegen, aber... Ja, ihr wisst ja, Skyrim hat momentan noch so seine leichten Schwierigkeiten. Ich denke aber wirklich, dass es an dem Aufnahmeprogramm liegt, dass sich das irgendwie nicht verträgt, weil das habe ich ohne Aufnahmeprogramm nicht und das hat auch ein... Ja. Auf einem anderen Computer kommt der Programm... Also ich habe es momentan wirklich, ne? Auf einem anderen Computer liegt das Problem auch nicht vor. So ist richtig gesagt. Also müsste es eigentlich auf dem an dem Aufnahmeprogramm liegen. Also jetzt reicht es aber. Ne? Also, irgendwann reicht es ja. Die sind wieder über uns. Es müsste am Aufnahmeprogramm liegen. Das wollte ich sagen. Oh. Ich glaube, ich bin ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin so hin und her gerissen. Ich bin schon die ganze Zeit... kurz davor vor Freude zu platzen, weil ich so Lust habe, Skyrim zu spielen. Und dann kommt diese Falma hier und versauern mir den Spaß. Erledigt. Ach, ist aber super. Also Lydia wieder dabei zu haben, ist super. Es gibt keinen besseren Begleiter. Na, Hallöchen, diesmal stirbst du. Beziehungsweise diesmal bleibst du auch tot. So ist richtig gesagt. Leichtrüstung verbessert auf 35. Es wird und wird und wird. So, und hier hat wieder das Knöpfchen. Okay. Ja, ja, die Falma. Sind schon ein paar lustige Spielkameraden, muss man sagen. Da geht's weiter. Seht mal hier. Also die Technik der Dwemer, der Zwerge, wie man sie nennt, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wow. Bitte nicht Stromschocken. Das war schon alles? Wirklich? Ja, ja. Der gute alte Controller. So. Und das sieht nach einem Weg aus. Und überall Rohre, Leitungen, Technik und Fallen. Wir sind hier jetzt wieder in einem Bereich, das macht auch Sinn, nachdem wir das Tor umgeklappt haben, in dem... Autsch! Aua! Auf meinem Kopf ist er gefallen. In einem Bereich, in dem auch die Falmer nicht gewesen sind, weshalb hier auch die Verteidigungsanlagen der Dwemer noch aktiv sind. Überraschung. Überraschung. So. Zwergenbolzen. Ja, Zwergenbolzen. Kurze Erklärung. Die gab es auch im eigentlichen Skyrim noch nicht. Die kam erst durch die Erweiterung Dragonborn. Jedes Mal. Dawnguard hinzu. Denn durch Dawnguard kann man auch Armbrüste benutzen. Und für Armbrüste braucht man Bolzen. Logischerweise. Und keine Pfeile. Laufen aber auch über die Schießkunst des Bogens, meine ich. Also kein neuer Fähigkeitsbaum, sondern der gleiche Fähigkeitsbaum wie die Bogenkunst. Hey, ein Rätsel. Liebe Rätsel. Hey, Rätsel gelöst. Ist.
Wow! Das sieht sehr... Oh, hier kann ich mich erinnern. Ja, ich hab... Uah, wo kommst du denn her? Lydia! Hinter dir! Was? Okay, das war ein Kriegssetzer, glaube ich. Das hat nicht so gut funktioniert. Autsch. Autsch. Das hat nicht so gut funktioniert. Oh, danke, Lydia. Danke, Lydia. Bin ich überladen, oder? Nee. Ich war langsam gezaubert, okay. Stirb! Stirb, Palmer! Oh, sind die stark. Meine Güte. Sind die stark. Stirb! Uah. Oh Gott. Nicht heilen! Stirb! Boah. Falmer Kriegshetzer, wisst ihr? Meine Güte. Und ich höre Schaurüsse, oder wie die heißen. Hallo? Durch die Tür schlagen können wir nicht. Lydia, bist du bereit? Ich höre kein Nein, also rein da. Ich glaube, wir würden sterben, oder? Ich bin mal ganz mutig und versuche es mal mit Mana. Die richtige Entscheidung. Eine Truhe an der Wand. Eisenpanzerschuhe, Handschuhe der Schmiedekunst. Und überladen. Wir haben bestimmt ein bisschen Müll mitgenommen, oder? Becher. Das Fell kann auch weg. Orca-Zahn. Höhlenbärenpelz, zumindest der gestohlene kann weg. Burundobarren, Golderz, Goldbarren, Silberbarren, Ebenerz. Super, direkt wieder überladen. Hat dir super geklappt. Ein Fisch können wir essen. Dedraherz essen ist nicht so lecker, glaube ich. Palmer, auch nicht. Grassamen, Hexenrabenfeder. Ist eine Rabenklaue. Lecker. Salz der Leere passen wir erstmal. Säbelzahntiger auch. Zwergenöl. Lecker. Anfälligkeit für Magie. Kupferdiadem. So. Ansonsten können wir dann bald vielleicht doch mal das Risiko eingehen und die Schwerrüstung zu Hause lassen. Es ist riskant, aber ich wäre bereit dazu. Ja, ihr hört schon, irgendwas ist hier verstopft oder klemmt. Ihr seht das auch gut an den Zahnrädern. Was genau hier das Problem ist, sehen wir gleich. Denn guck mal hier. Menschliche Wirbelsäule. Irgendjemand hat hier die Zahnräder verstopft.